und herzlich willkommen. Ich habe heute eine Buchvorstellung für euch, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon durchstarte, dann richtig. Und zwar muss ich zwar gleich los, aber ich habe mir gedacht, du musst Prioritäten setzen. Und zwar habe ich heute zu Ende gelesen, Simon Beckett, Obsession. Ja, also ich habe ja letztens auch schon mal, was heißt letztens? Eines meiner letzten Videos war ja von Simon Beckett. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch geheißen hat. Ich blende es hier ein. Und ich habe gesagt, es ist nicht wirklich... Ja genau, Tiere war es. Tiere von Simon Beckett habe ich letztens in meinen letzten Videos vorgestellt. Ich muss sagen, dieses ist auch nicht gerade besser. Also es ist irgendwie nicht aufschlussreich genug. Es ist irgendwie, hat ein offenes Ende. Naja, obwohl offenes Ende vielleicht nicht, aber... Ja, man liest und liest und liest und liest und man liest die ganze Zeit so drumherum und da fehlt die ganze Spannung. Es passiert irgendwie ständig nichts, also so sehe ich das, mir ist es halt nicht Action genug. Und ich warte und ich warte und ich lese und ich lese und langsam war ich so voll leid irgendwie. Und ja, es ist sehr, ja, es ist nicht, es ist... sehr nervenaufreibend, sage ich jetzt mal. In den letzten, ich glaube, 30 Seiten wird es dann wirklich spannend. Ja, da kommt mal so Pep ins Spiel. Aber sonst ist das Buch, es ist nicht langweilig. Ja, es ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, es ist langweilig. Aber es ist einfach nichts für mich. Ich mag das nicht, wenn es so die ganze Zeit drumherum geredet wird. Und oh, alle reden um den heißen Brei. Und keiner weiß, was wirklich los ist. Und man denkt sich ständig... Ja, 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 aber es passiert irgendwie nichts und oh Gott. Es ist ja okay, wenn in den ersten 100 Seiten nichts passiert, aber dass ich bis zu den letzten 30 Seiten warten muss, das nervt ein bisschen, ja. Und ich werde wahrscheinlich noch ein Buch von Simon Beckett lesen, weil ich weiß es nicht, weil halt, es ist einfach so. Das meiste, was in dem Buch auch passiert, steht hinten drauf. Es war gut für mich, dass ich das da nicht gelesen habe. Ich habe es halt durchgelesen. Und dann habe ich mir gedacht, was steht da eigentlich hinten drauf? Und wisst ihr was? Genau das, was da hinten drauf steht, ist die ganze Story. Ist die ganze Story. Ihr braucht nicht... Also ich finde, man braucht das Buch nicht lesen, um es zu verstehen. Ja, es ist unverständlich. Das klingt jetzt echt blöd. Ja, wie gesagt, um den heißen Brei reden und nicht aufschlussreich, ist nicht mein Genre. Ich mag es, wenn was passiert und ich mich nicht langweile. Ich möchte mich um mein Buch klammern und mir denken, oh Gott, ich will weiterlesen und nicht, oh Gott, ich muss weiterlesen. Sonst werde ich nie wieder ein neues Buch anfangen können. Ja. Notgedrungen habe ich es dann weitergelesen, weil ich lasse irgendwie die Bücher nicht hängen. Aber ich freue mich schon auf mein nächstes Buch. Ich hoffe, das wird besser. Ja, also es fängt sehr gut an und sehr... Oh mein Gott, hätte ich jetzt nie gedacht. Für mich, aber derjenige, der das hinten durchgelesen hat, für den ist wirklich nichts... Nichts Neues dabei, bis auf die letzten 30 Seiten. Also wenn ihr das hier lest und die letzten 30 Seiten, die letzten zwei Kapitel, dann wisst ihr schon alles eigentlich. Ja, weil ich finde es auch blöd, warum man so viel über ein Buch verrät. Ich bin froh, dass ich es nicht gelesen habe. Ich wäre völlig am Boden zerstört und enttäuscht gewesen. Schade. Aber sonst, ja, gut geschrieben, schön formuliert. Wie gesagt, das war's über das Buch. Und wie ihr schon vielleicht irgendwie erkennen könnt, habe ich mein Zimmer renoviert und eigentlich meinen ganzen Krempel weggeschmissen, aber es sammelt sich immer wieder an. Meine Bücher haben eine neue Rangordnung gekriegt. Naja, jetzt kann ich endlich ein Bücherregal-Video machen, was sich alle zigtausend Milliarden Mal gewünscht haben. Ja, wird demnächst folgen. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Bücher gelesen. Da werden Buchvorstellungen folgen. Oh, was ich euch noch erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert. Mein Piercing ist weg. Das liegt daran, dass mein Freund mich umarmt hat
und dann umschalten wollte. Und ja, war nicht gut. Hat mein Piercing ein bisschen. Naja. Dann war ich halt nachts um, ich weiß nicht mehr wie viel Uhr, im Krankenhaus. Traurig. Schon zum zweiten Mal weg. Und natürlich ist das Loch auch zu. Hat sich verdammt entzündet. War dick ohne Ende. War nicht lustig. Lachen kann ich trotzdem drüber. Ja. Was noch? Ja, ich werde euch bald, genau wie ich gesagt, auf mein Zimmer mitnehmen. Eine Zimmertour. Dann mein Bücherregal mal zeigen, ein paar Bücher vorstellen. Ja, ich werde so langsam, aber sicher anfangen, mich wieder da reinzufinden, dieses Videodrehzeug. Schon wieder lang her. Entweder ich mache das wirklich langsam oder ich starte gleich ganz los. Ich kann es euch noch nicht so sagen. Ich bin zurzeit sehr kopflich beschäftigt. Ja, okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Gott weiß, wann das Video online kommt. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir irgendwas unten drunter in den Kommentaren. Ich freue mich drüber. Es ist schön, wieder da zu sein. Ich habe euch wirklich vermisst und danke für die netten, lieben E-Mails. Es tut mir echt leid, dass ich so lange weg war. Wie gesagt, wenn ihr eine Erklärung wollt, schreibt es drunter. Ich werde es euch erklären. Und dann hat sich das auch erledigt. Also dann wünsche ich euch, wie gesagt, irgendwas. Alles Gute auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!